Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf Motorrad Online. BMW Motorrad hat gestern in Los Angeles, Kalifornien, wir sitzen ja hier leider nur in Stuttgart, was völlig Abgefahrenes vorgestellt, nämlich diese Studie hier. BMW nennt das Vision Next 100, The Great Escape. Vision Next 100 spielt an auf das 100-jährige Jubiläum von BMW allgemein und mit dieser Studie stellt BMW jetzt vor, wie man sich in München die Zukunft des Motorrads vorstellt. Vielleicht jetzt nicht in 100 Jahren, sondern BMW nennt Größenräume von 20, 30 Jahren. Da sind jetzt so abgefahrene Sachen dabei wie Reifen, die sich automatisch dem Untergrund anpassen, also der Straße anpassen. Werden dann da Noppen ausgefahren oder wie? Man weiß es nicht. Das ganze Ding hat einen Motor, der ist emission-free, also abgasfrei. Es ist der klassische Boxer in der Auslegung von außen. Was da drin jetzt tatsächlich stattfindet, das verrät die Studie selber nicht. BMW setzt da einfach drauf, dass das wohl noch erfunden wird im Laufe der nächsten Jahrzehnte. Und das kann man jetzt als Hirngespinst abtun. Und man kann sagen, das ist völlig abgefahren, das ist ein Werbegag. Ich glaube, ganz so einfach sollte man sich das nicht machen, weil ohne Visionen würde gar nichts vorwärts gehen. Es hat immer Leute gebraucht, die einfach weiterdenken, die vielleicht ein bisschen mutiger sind. Interessant an diesem Motorrad ist, dass es nicht umfallen kann. Und gut, wer hätte jetzt vor 30, 40, 50 Jahren an elektronische Assistenzsysteme gedacht? Umgekehrt denkt man von heute weiter, ein Motorrad, das nicht umfallen kann, so abwegig ist es vielleicht gar nicht. Die Technik, möglicherweise haben wir vielleicht haben wir diese Möglichkeiten schon. Vielleicht werden sie auch noch erfunden. Auf jeden Fall wird diese Vision Next 100 für etliche Diskussionen sorgen. Bei uns intern, wir sind gespannt auf unseren Kollegen, der jetzt von LA auf dem Rückweg ist hierher, was er so erzählt, seine Live-Eindrücke. Ja, und auch intern heute Morgen ist es bei uns in der Redaktionskonferenz schon heftig diskutiert worden. Und es geht letztendlich immer, kommt es zurück auf diese eine Frage, ist es jetzt Blödsinn oder ist es ernst zu nehmen? Und wir sind jetzt wahnsinnig gespannt auf eure Kommentare. Vielen Dank.